Hallo und willkommen zurück zu Dungeons 3. Hallo. Und weiter geht's in der Kampagne. Da. Das Ende von Burgers End. Nach dem unrühmlichen Ende von Grimli hatte sich die Armee des hinterlistigen Bösen durch die Minen von Stahlschmiede geschlagen, um den Streitkräften und dem Zorn Thanos zu entgehen. Die alten Schächte brachten sie in die Nähe der verfressenen Stadt Burgers End. Hier, was mir jetzt gerade das erste Mal auffällt, auch wenn es schon länger da war, dass man hier überhaupt sieht, was man überhaupt als Achievements machen muss. Also wir müssen die Mission machen, wir müssen 5 Grub-U-Bots zum Ende, nee, zu einem beliebigen Zeitpunkt haben und keinen Transporter die Stadt erreichen. Und zusätzlich gibt es eine Brauerei und ein Gobobot neu. Cool. 3-8. Ja. 8-3. Ja. 5. Ha. Aha. Ha. Lass mal das. In einem großen Tempel. Talia und die Armeen des alles verspeisenden Bösen hatten die Minen von Stahlschmiede hinter sich gelassen, fernab von Thanos und seinen Schergen. Die Tunnel brachten sie ganz in die Nähe der Stadt Burgers End, im Hinterland des Reiches. Burgers End war bekannt für seine gefräßigen Helden. Genauer gesagt war deren Appetit legen, warte, es kommt gleich, der. Sie stopften so viel in sich hinein, dass die Stadt mehrmals täglich mit Essen aus dem Umland beliefert werden musste. Wahre Geschichte. Mit diesen Vielfraßen werden wir doch spielend fertig. Los, Kreatur des abartigen Bösen. Macht diese Gourmands alle. Dieser überstürzte Angriff war keine gute Idee, wie die Kreaturen des sie verheizenden Bösen allzu schnell erfahren mussten. Denn diese gut genährten Krieger erwiesen sich als überaus schlagkräftig und zerlegten die anrückenden Horden mit erschreckender Geschwindigkeit. Hätte besser laufen können. Natürlich machte so ein Kampf auch hungrig. Doch glücklicherweise erschien kurz nach dem Zusammenstoß ein Transport, voll beladen mit Essen. Schnell ratterte es im bösartigen Hirn des hinterlistigen Bösen. Was wäre, wenn diesen Transporten ein Unglück auf dem Weg zur Stadt geschehen würde und die Stadt plötzlich ohne Nahrung dastünde? Heimtückisch kicherte es in sich hinein. Diese Holzstapel konnten vielleicht als Straßenblockade genutzt werden, wenn man sie mit ein paar beherzten Schlägen in Bewegung versetzt hatte. Das würde den Nahrungstransport noch einmal deutlich erschweren. Okay, dann hungern wir die Schweine aus. Ein genialer Plan. Oh, müssen wir das machen? Ich fühle mich noch ganz schlecht, weil wir Grimli getötet haben. Ich bin überrascht. Ich dachte, diese böse Tat würde endlich den guten Teil in mir auslöschen. Ich muss dich wohl noch eine Weile länger ertragen. Diese schizophrenen Monologe stören etwas. Sie hindern mich daran, noch viel mehr zu sagen. Nicht das Schlechteste, wenn ich die Rezensionen des letzten Teils so anschaue. Was? Wie kannst du es? Was für eine Frechheit. Darüber reden wir noch. Ist der Transport gerade unterwegs? Nee, ich glaube, das war bloß der Demo, by the way. So sieht's aus. Transport. Okay. In einem Wort, ich muss jetzt nicht panisch schreien. Nee. Ich meine, da kommt dann auch allerdings so eine Notification-Dingens. In seiner grenzenlosen Genialität hatte das umsichtige Böse Talia ein paar Gobobots zur Verfügung gestellt, deren Kampfstärke sich als äußerst nützlich erweisen würde. Diese waren gerade... Ja, Moment, wo waren die eigentlich? Ja, die hätten mir angeblich gestern zugestellt werden sollen. Aber der Postbote hat mir nur einen Zettel am Dungeon-Eingang hinterlassen, dass er mich nicht angetroffen hat. Dabei war ich die ganze Zeit hier. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal nur, ach bitteschön, einmal nur mit Profis arbeiten. Tief durchatmen, erinnere dich daran, was sie dir beigebracht haben. Du willst nicht schon wieder Elektroschocks bekommen.
Gut, also. Das übellaunige Böse warf kurzerhand zwei Gorbobots in den Dungeon. Dann machte es sich auf die Suche nach diesem Lieferboten und vermöbelte ihn nach Strich und Faden. Hey, Gorbobots. Juhu. Olé. Olé, olé, olé. So. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas, wahrscheinlich einen neuen Raum bauen, damit wir Gorbobots bauen können, richtig? Ah, hier oben, ja. Hinter der Tüftlerhöhle. In dem Fall bin ich trotzdem dafür, erst die Naga zu holen. Ja. Ist okay. Sei dir vergönnt. Wird schon irgendwie funktionieren. Ja. Irgendwie. Genau, Ding hast du erweitert. Sehr schön. Dann brauchen wir auf jeden Fall Werkstatt und steht links. Werkstatt? Werkstatt und steht links, ja. Jo, dann bauen wir auch noch einen Baromat rein. Ah, okay, gut. Würde ich auch gerade machen. Dann kann sie nämlich auch was machen. Genau, also hier, wir müssen 12 Transporte abfangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Haben wir sonst schon irgendwas? Ja, hier haben wir ein Versteck. Okay, und so eine Guru-Farm. Okay. So. Nee, noch nicht. Okay. Na komm, möchte ich auch hauen dürfen. Arbeite schneller, genau. Zack. Ich brauche mehr Geld und überhaupt dann sowieso. Mehr alles. Es ist Zahltag. Schon wieder. Ich will zum Thema mehr Geld. So, eine Naga hätten wir schon mal. Wunderbar. So, ich würde sagen, wir holen jetzt noch zwei Herb Works. Ja. Und dann können wir da mal losziehen. Losziehen? Ja. Wo ziehen wir denn hin? Hoch. Wo komme ich denn hier raus? Da oben, okay. Ihr wünscht? Der Vorstoß der Armeen des gemeingefährlichen Bösen war den gefräßigen Helden von Burgers End nicht entgangen, als sie zwischen zwei Mahlzeiten einmal den Kopf hoben. Sofort schickten sie Späher und Kampftrupps in Richtung des Dungeons aus. Mit diesen verfressenen Schweinen werden wir doch spielend fertig. Wir könnten doch auch friedlich mit ihnen umgehen, oder? Das war ein hehrer Gedanke der guten Talia. Die Helden von Burgers End waren beim Essen nicht wählerisch. Und Dunkelelfenfinger galten als Delikatesse. Oh, widerlich. Okay, machen wir die Schweine platt. Gute Entscheidung. Endlich. Nur noch Zeit. Das Bösartigkeit sammelnde Böse hatte, Bösartigkeit gesammelt. Verdammte Partizipien. Wie auch immer, es hatte alsbald die Möglichkeit, Gobobots zu erforschen, um diese in Zukunft selbst seinen Reihen hinzufügen zu können. So, wo kommen diese jetzt die recht Patrouillen? Hilfreiche Forschung würde alle gewöhnlichen Goblins mit einem Mech ausstatten und so ihre Kampfkraft massiv erhöhen. Ja, hab was gefunden. Schön. Schön, schön. So. Die Frage ist, kommen jetzt von der anderen Seite auch noch welche?
Wenn man das immer wüsste. Mhm. Vor allem, wo kamen sie her? War da nicht irgendwas mit, wir sollen hier diese Stapel umschmeißen? Hier so einen Stapel umschmeißen. Ich weiß nicht. Nicht aufgepasst. Ganz am Anfang hieß es doch, dass es voll eine coole Idee ist, wenn man hier diese Holzstapel umschmeißt. Aha. Na dann. Ich probiere das mal aus. Die sind zumindest angreifbar, ja. Ah, aber wahrscheinlich sollst du die auf die Dings draufschmeißen, oder nicht? Auf die Karawane. Wenn sie unten dran vorbei sind. Ich dachte, dass man das macht, damit sie einen längeren Weg haben. Ah, das könnte natürlich auch sein. Vielleicht kann man auch beides machen. Das erste Mal draufschmeißen, dann nimmt der Schaden. Dann nachmessen. Naja, was weiß ich. Ach du Schande. Moment mal, wie viele Novizen sind denn hier? Ich glaube, wir ziehen uns nochmal zurück. Taktischer Rückzug. Das taktisch denkende Böse. Mhm. Ich sehe schon. Das kitende Böse. Hm. Pfff. Das? Hat. Wunderbar. Auf die. Diese Blockade würde für das hinterhältige Böse sicherlich sehr nützlich sein, um die Zugänge nach Burgers End zu verstopfen. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, der hält ja noch weniger aus. Ja, mach die platt. Okay. So, jetzt eine Runde heilen. Könnte jetzt etwas eng werden. Ach, heil mal den nächsten. Kein Problem. Du machst das schon. Jetzt heil mal den da, damit der auch noch ein paar Leben kriegt. Ich bin das Böse. So, damit hier nichts noch mal kommt, machen wir das auch noch schnell platt. Wir haben ja noch eine Minute 16. Ach ja, alles kein Problem. So. So. Eigentlich könnte ich Talia vorschicken. Zum Tanken. Autsch! Ich will Thanos Kopf! Hm. Der Steinwächter macht irgendwie mehr Schaden, als ich dachte. Sag mal. Wir sollten den Holzstapel dazu nutzen, um den Zugang nach Burgers End zu versperren. Sag mal, wie viel hält der denn aus? Ja, so. Ja, viel. Hallo? Macht immer platt. Der erste Nahrungstransport machte sich auf in Richtung Burgers End. Oh, da ist der Ork gestorben. Natürlich würde das es wäre übrigens besser gewesen, wenn der Goblin gestorben wäre, weil der fällt erstmal aus seiner Rüstung raus und dann kann er sich im Versteck in der Rüstung holen. Böse hatte die Blockade ausgenutzt und dadurch den Zugang der Nahrungstransporte nach Burgers End deutlich eingeschränkt. Hat der stand eigentlich hinter ihm, aber okay. Spiel sein. Die Stadt auszu. Ja, aber der ist kurz weggelaufen. Schlagen wir die Fresssäcke da, wo es ihnen wehtut. Bei den Weichteilen? Nee. Bei ihren Mägen. Ist ja wurscht. Machen es ja. So, dann machen wir uns hier mal eine Abkürzung. Lalala, ich bin hier gar nicht gefährlich. Lalala, ignoriere mich einfach. Lalala. Oh. Verdammt. Verdammt! Hm. Hat er dich gesehen? Ne, da war noch eine Gruppe, die ich gesehen habe.
glaube, ich muss doch da durch. Müsst du noch ein paar... Ja, ich weiß nicht, ob das gerade Sinn macht. Ich überleg gerade, ob es hilft, wenn du mir noch ein paar Truppen rausschickst, weil irgendwie... Müsste ich ihn rausschicken beim unteren, ne? Eventuell. Nein. Kommen die zu dir, um zu sterben? Schauen wir mal. Probier's mal. Da geht's zumindest durch. Und da, ja, ist da ein Kampf? Nee, oh Gott, ist das schon wieder so ein Steinwächter. Die kommen. Befehligt mich. Ich glaube, da draußen stürmt es ordentlich. Ah, perfekt. So. Au. Ich glaube, ich habe gerade was verloren. Noch haben wir volle Bevölkerung, so gesehen. Ist hier vielleicht ein Goblin-Bot kaputt gegangen, aber... Was ist? Ja genau, da läuft jetzt ein Goblin rum. Genau, dann ist der cool. Kaputt. Ja, du kümmerst dich darum, dass hier wieder Nachschub kommt und so, oder? Ich schaue, dass ich Dinge baue, ja. Ha! Sehr gut. Der Lebensmitteltransport kommt in unsere Richtung. Wieso hat der Goblin jetzt wieder ein Ding bekommen? Hast du das geforscht oder wie läuft das? Was? Wer wie wo was? Der Goblin hat meiner Ansicht nach jetzt wieder... Nee. Was? Ach, wir hatten drei von denen, oder wie? Einer läuft noch umher, genau. Wir haben vier. Ja. Das ausgebuffte Böse hatte dem Essenstransport keine Chance gelassen. Statt der Helden in Burgers End schlugen sich nun seine Kreaturen den Bauch voll. Okay, die greifen uns da oben an, da müssen wir uns gleich wehren. Oh ja. Aber erstmal müssen wir hier dieses Lager noch zerstören. Der steht nicht mehr auf. So. Ups. Eine Bösartigkeitsinsel wird angegriffen. Das ist aber sehr böse. Ich wäre schneller gewesen, in den Eingang zu gehen, sie wäre auf dem anderen Gang rauszudrücken. Ach, lächerlich. Ich meine ja nur. Das wäre ja langweilig gewesen. Du machst da unten fröhlich vor dich hin, oder? Ich mach fröhlich vor mich hin, so schaut's aus. Genau, cool. Das heißt, ihr habt eine eurer Bösartigkeitsinseln an den Gegner verloren. Oh no's. Kurzzeitig. Mhm. Außer du sagst mir jetzt, dass man sie nicht zurückerobern darf. Ja, das war's jetzt. Okay, schade. Blöd gelaufen. My bad. Mhm. Okay, also hier muss er schon mal länger gehen, das ist schon mal gut. Das ist doch irgendwo, wo wir Holzstapel haben, die wir rumschmeißen können. Ja, die wollen eh in den Eingang, dann folgen wir ihnen mal. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Die Schweine. Verwalte über sie. Und dann gucke ich mir so an, was du hier gemacht hast. Also wir haben hier oben ein Tüftlermaschinarium. Wie läuft das jetzt denn eigentlich mit diesen Gobblebots? Müssen wir die herstellen oder? Nee, die gehen dann zu ihrem Versteck hin und dann kriegen sie eine Rüstung. Also die Goblins. Also du heust quasi Goblins an, sie gehen dann zu ihrem Versteckdingens, okay, cool. Und dann geht sie in ihre Rüstung rein, die an ihrem Versteckplatz auf sie wartet. Okay, das heißt, wir haben jetzt fünf. Das heißt, wir müssten eigentlich das Achievement kriegen. Zahltag. Oder so. Müssten. Ist einer noch ohne Rüstung gerade? Yep, einer ist noch gerade ohne Rüstung. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Quinixel. Ja, der steht jetzt, ja, jetzt hat er dich angewunken, weil du mit der Hand drüber bist. Seine Rüstung wird wahrscheinlich da sein, wo seine Rüstung entsteht. Sorry, ich muss erstmal, da sind noch mehr Leute. Ich muss nee, nee, passt, ich hatte ihn. Okay. Aber er wollte lieber kämpfen. Ja, man kann ihn auch zurückkämpfen lassen. So. Ja, hatte ich eigentlich gemacht, aber dann hat er gemacht. Gesehen, oh, da ist Action. Hm. Vielleicht habe ich auch nicht hundertprozentig gezielt.
So. Bam. Gut. Dann wieder raus, oder? Wenn du nicht noch kurz irgendwie heilen willst oder sowas, ja. Ich wollte nämlich eigentlich wieder die Insel da oben erobern. Außer ja, der steht jetzt irgendwie rum. Außerdem kommt kann schon sein. Ich weiß es nicht. Außerdem kommt. Stürmt das gerade. Ja, bei mir auch. Außerdem kommt jetzt gleich der nächste Transport und da sollten wir draußen sein. Ja, das macht nicht Sinn. Wir haben jetzt das Portal erforscht, so gesehen können wir dann in Zukunft ein bisschen schneller zurück. Das ist doch schon mal schön. Das ist schon mal sehr hilfreich, ja. Also wenn wir jetzt wirklich 11 Transporte noch abwarten müssen, glaube ich, ist diese Mission heute etwas länger. Schauen wir mal. Wahrscheinlich musst du irgendwie 3 oder so aufhalten und du hast 11 Versuche. Möglich. Sieh mal dann. Stimmt. Oh, anscheinend hatten ein paar Helden das Glück gehabt und ein paar Goblins bei ihrer Pinkelpause außerhalb ihrer Gobobots erwischt. Die solltet ihr so schnell wie möglich befreien. Nett. Wo denn? Nett. Weiß nicht. Da unten, vermutlich. Ah, da unten. Das ist ein Ausrufezeichen. Ja. Da renne ich jetzt aber nicht rein, während wir hier gleich eine Karawane kriegen. Eine Karawane kriegen, ja. Ach, 16 Sekunden, sondern ewig. Mhm. Mhm. Ewig, um falsch zu stehen, wenn sie woanders kommen. So. Späher berichten von einem weiteren Transport nach Burgers End. Los, Kreaturen, wir machen das Ding platt! Gut. Dann schneiden wir denen mal den Weg ab. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn ich hier die Steine kaputt mache, die Karawane dann da auch die Abkürzung nimmt. Hm. Wir probieren das aus. Können wir natürlich zwischendurch noch schnell heilen und außerdem. Und so. Und so vor allem, ja. Hast du jetzt wieder alle mit rausgenommen? Wolltest du einen drin haben? Ich brauche immer einen Hort und einen Dämonen, ja. Dann wählst du dir aus. Ich warte, bis ich Wildnis habe und dann kann ich, hol ich mir wieder einen. Okay. Zerstörerische Böse hatte den Essenstransport zerstört, ehe dieser auch nur in die Nähe von Burgers End gekommen wäre. So gut gemacht. Danke. Oh je, das war interessant. Autsch. Ja. Yep. Mutig. Ein bisschen, oder? Mhm. Ja. Noch? Noch leben sie. Hm. Alter, oh Gott. Da recken hier. Wen soll ich massakrieren? Dann halt doch mal eine Runde. Das war ein Ort, ne? Gut, dann hab ich Bock. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Du darfst einmal Portal bitte machen. Einmal Portalen. Gut. Dann können die sich nämlich auch gleich eine neue Rüstung holen. Mhm. So, was haben wir noch? Hey, was haben wir denn hier? Nein. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Da. Pfui, Spinnen. Ich bin da drüben. Ich muss mal kurz. Nee, hier ist gerade etwas sehr komisch. Okay. Oder wolltest du hier 50.000 Stachelfallen haben? Ja, ich habe ein paar Stachelfallen gebaut. Okay, aber das leere Feld hier wolltest du sicherlich nicht haben. Das leere Feld? Also, das war wahrscheinlich ich, der hier angegraben hat, aber es gar nicht wollte. Wo? Ja, wo ich jetzt wieder voll zu Schnuck gerade arbeiten lasse, damit er hier wieder Schnuck. Passt. Nee, das war wahrscheinlich nicht beabsichtigt, ja. Ein Eingang reicht.
Gut, wie sieht's aus? Haben sie schon wieder ihre Rüstung? Nee, noch nicht. Warten wir nochmal kurz. Wie soll ich das jetzt am besten machen, dass du die behältst, die du haben willst? Du nimmst alle mit raus und schickst jeweils einen zurück rein, wahrscheinlich. Okay. Oder du machst eine Gruppe. Du kannst einfach, wenn du ausgewählt hast, Steuerung 1, dann hast du eine Gruppe, dann kannst du 1 auch im Dungeon drücken, dann werden die aufgehoben, glaube ich. Oder du gehst einfach raus und drückst 1 und machst dann irgendwo Rechtsklick, dann kommen sie auch raus. Jo. Gut. Dann sollten jetzt eigentlich ausgeruht genug sein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal den anderen Ausgang raus. Also ein Dämon und ein... Ein Horde. Einen für die Tüftlerhöhle und einen für die... was ist das? Arcanium, genau. Gut. Das bierbrauende Böse konnte nun eine Brauerei errichten. Alkohol und schwer bewaffnete bösartige Kreaturen? Was kann da schon schiefgehen? Richtig. Aber abgesehen davon erlaubte es die Brauerei, köstliches Bier zu brauen, wonach sich die Wesen der Horde sehnten. Für die Horde war Freibier essentiell. Verlangten diese sturen Kreaturen doch nach dem köstlichen Trunk, wenn sie ein gewisses Maß an Erfahrung gesammelt hatten und ihre Ausbildung über eine bestimmte Stufe hinaus fortsetzen wollten. Eigentlich erinnert mich das an meine Zeit bei der Armee und beim Fanfarenzug der Kolping-Familie. Gut. Dann einmal hier kaputt machen. Und dann mal rein. Ja, wir haben Zombies. Wir haben Zombies, grad. Ja. Der fällt aber schnell um. Ja, ein Zombie. Dem habe ich's gezeigt. Gut. Ein weiteres Spawner-Nest weg. Mhm. Was war hier eigentlich noch? Irgendwas muss doch hier gewesen sein. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein Turm. Oh, und irgendwas Buchiges. Rüstungswert, den kriegt ein Ork. Ganz schön mit dem Roller und Perk rum. Angeblich, ich glaube Minimap, ich sehe ihn bloß gerade nicht. Da ist er. Das war der. Bist du denn? Das Panzer berechnen. Späher berichten von einem weiteren Rüstung wird bloß anteilig berechnet, also ist wir machen das Ding durchschlagen. Quasi. Talia am besten wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. Dann sollten wir es ihr beim nächsten Mal geben. Aber die sind eh schon ganz gut. Ach, ich gebe es einfach mit dem Goblin hier. Passt schon. Oder so. Okay, den Dungeon besser verteidigen. So. Wir produzieren demnächst Bier. Also es war nur für... Was ist eigentlich, wenn man draußen ist? Die erste Brauerei war nun funktionstüchtig. Wird dann auch Bier verbraucht? Wurde eine Kreatur der Horde oder ein Schnodderling anfangen, hier das edle Gebräu herzustellen. Bier war nicht nur essentiell für kampfkräftige Hordenkreaturen, es hatte auch noch eine heilende Wirkung auf dieselben. Ach, wenn das bei mir doch auch so wäre. Alles, was die Kampfkraft der Truppe stärkt, ist und super. Und dazu kommen noch die Kraft. Los, Kreaturen, oh, betrinkt euch! Was ist denn da? Da, ja. Hm, Party. Ja, aber geht. Geht. Easy. Das zerstörerische Böse hatte den Essenstransport zerstört, ehe dieser auch nur in die Nähe von Burgers End gekommen wäre. Passt. Gut. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber wenn wir jetzt echt erst 9 von 12 haben, würde ich fast sagen, ist das eine gute Gelegenheit, die Macht durchströmt mich. Den Perk hier aufzusammeln. Verbessert den ausgeschalteten Schaden. Kriegt Talia. Ich werde das ja, dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Pause. Und bei der nächsten Folge geht es genau hier weiter. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich sehe da gerade Truppen. Na dann. Tschüss. Ciao, ciao.